Köln-Longerich. Cornelia Bauer und Paul Richter sind auf Streifenfahrt, als ein Streit auf offener Straße zu eskalieren droht. Ja, mit einem Streiten da fahren wir da rein, oder? Ja, und auf die Nase. Ja, Vorsicht, muss hier auch noch aussteigen irgendwie, ne? Gut, mal los, mal langsam! So, alles klar. Ja, so, jetzt haben sie mich getroffen, fahren lassen, zurück zum Auto. Was ist hier los? Ach, dieses Arschloch ist verdient. Was passiert? Klar, Moment. Verdient. Ja. Was ist denn los? Ich bin hier vorbeigelaufen und habe ganz genau gesehen, wie er eine Frau belästigt hat. Er hat sie angefasst. Welche Frau hat er denn belästigt? Warten Sie mal gerade. So, wen haben Sie denn belästigt? Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich, Thomas Kirschner, ich habe hier meine Praxis, wollte jetzt hier gerade mein Mittagessen holen. Da kommt er hier an und macht mich hier. Tu doch nicht an. So, kennen den Mann. Wie ist das Ihre Praxis hier, ja? Darf ich mal einen Ausweis von Ihnen haben? Eigentlich eher. Und haben Sie jetzt vorne irgendwas mit einer Frau gehabt? Nee, er belästigt mich. Ich hätte eine. Tu doch nicht so, als wäre nichts passiert. Ich habe doch alles mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich wollte einfach nur helfen. Ich wollte einfach nur der Frau helfen. Wie sah die Frau denn aus? Oder wo ist sie denn jetzt? Sie war blond, aber jetzt ist sie weg. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Sind Sie Fotograf oder brauchen Sie Kamera dabei? Hobbymäßig, ja. Aha. Hier ist mein Ausweis drin. Haben Sie auch mal einen Ausweis? Ich wollte einfach nur helfen. Ja, warten Sie einen Moment. Wir gucken jetzt mal. Ich wollte einfach nur helfen. Mehr wollte ich nicht. Sie wollten helfen? Ja, ich habe gesehen. Die Frau ist weggelaufen oder was? Anscheinend schon. Sie war vorhin noch da, dann habe ich sie gesehen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, was es soll, was er für ein Schwein ist. Ja, Sie können. Ich weiß nicht, was haben Sie denn da gesehen? Was hat er denn gemacht? Hat er die Frau angefasst? Ja, er hat sie angefasst, an der Schulter. Kann ich auch nicht sagen. Er ist an ihre Schulter und hat dann an ihrer Schulter rumgespielt. Der Psychotherapeut beteuert, dass er sich mit der Frau nur unterhalten hat und dass sie danach bummeln gehen wollte. Doch der Zeuge hat da eine ganz andere Theorie. Anscheinend ist sie einfach voller Furcht vor ihm abgehauen, oder nicht? Sonst wäre sie auch noch da. Junger Mann, die Sicherheit ist. Was ist da los? Meine Frau hat hier mit Kunden. Ist gerade das wie so ein Patient. So normaler diese Schatz? Hat... Nein, aber ich würde. Bleiben Sie mal einen Schritt zurück, wir gucken mal eben. Geh mal rein. Pussy bist du! Die Polizei, guten Tag. Guten Tag. Ist hier alles in Ordnung? Ja. Erstens ist wieder eine Therapiestunde. Wir machen eine Verhaltens-. Alles klar, Entschuldigung, wir hatten gerade einen Zwischenfall. Wir standen hier. Ich wollte Sie nicht stören. Was? Warum sind Sie hier? Ja, Ihr Mann hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung. Ich wollte Sie nicht stören, alles gut. Aber Auseinandersetzung weswegen? Ja, hier ist ein junger Mann dazugekommen und dann haben die sich gestritten. Wir klären das gerade. Wir platzten dann allerdings in eine Situation herein, die wohl einer Aufarbeitungstherapie anhängig ist. Das heißt, da sollte wohl jemand seine Wut ausleben und hat womit der Therapeut ein Gespräch gehabt. Das war also alles geplant, das war keine tragische Sache für uns. Genau, nehmen Sie ruhig mal Platz, einen Moment. Wie siehst du denn aus? Ja, ich weiß nicht, er ist mir da begegnet und hat mich da von der Seite quasi angemacht. Ich hätte Ah, es ist deine Frau. Erzähl mal, was du für ein mieses Schwein bist. Erzähl sie das mal. Halten Sie sich mal raus hier. Mit diesen Behauptungen werde ich mal ganz ruhig, Ball flach halten. Ganz ruhig. Das sind keine Behauptungen, das sind Tatsachen, die ich mit meinem eigenen Auge gesehen habe. Was mit Ihren Augen los ist, aber mit Sicherheit nicht das, was Sie... Also ihr habt schon gemerkt, die Polizei ist hier, ne? Hier wird sich nicht gestritten, wenn die Polizei da ist. Nein, sie ist ganz ruhig. Ja, genau. Sind Sie erstmal still? Ich verstehe nicht, wie Sie so gutgläubig sein können, nur weil es Ihr Mann ist. Ja, entschuldigen Sie bitte, Sie haben angegeben, der junge Mann hätte der Dame an die Schulter gefasst. Das passiert mir also auch, wenn ich eine Kollegin oder eine Freundin oder Bekannte treffe, dann ich die mal berühre. Das sah auch ein bisschen mehr aus, aber naja. Paul Richter gibt die Personalien der Männer zur Überprüfung an die Leitstelle. Der beschuldigte Therapeut will derweil wissen, wie es weitergeht. Er erwartet seine nächste Patientin in Kürze. So, also gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir vorangehen. Na, also, wir sind uns aufgefallen, weil Sie sich gestritten haben. Hören Sie mir kurz zu, bitte. Sie sind aufgefallen, weil Sie sich gestritten haben, bei Ihnen vor der Haustür mehr oder weniger oder vor der Eingangstür. Wir sind vorbeigefahren, sind auch noch mal angehalten. In dem Moment ist dann schon der Becher Kaffee geflogen. Das war Ihr Becher Kaffee, wenn ich richtig gesehen habe. Grundsätzlich stellt, wenn sich jemand mit heißem Kaffee den Balch verbrennen, eine Körperverletzung im Raume. Dafür kann der junge Herr eine Anzeige schreiben lassen. Ja, aber ich habe gedacht, ihr seid Freund und Helfer. Da will man, da ist man freundlich und will jemandem helfen. Nee, freundlich waren Sie ganz und gar nicht. Da muss ich korrigieren. Freundlich waren Sie ganz und gar nicht. Sie haben sich sehr rabiat gegenüber dem Herrn verhalten. Und ich kann bis jetzt nicht einsehen, wo diese Dame hier geschädigt worden sein soll. Ich sehe es eigentlich nicht so, aber wenn Sie das so sagen... Ich sage Ihnen nur, das ist dein Anspruch. Ich wollte einfach nur freundlich sein, ich wollte einfach nur helfen. Und jetzt bin ich der größte Depp. Wenn eine Frau belästigt wird oder wenn ich hier belästigt werde, dann wird das reich oder ruft die Polizei. Oder? Und wo ist die Frau hin? Wo ist sie da? Weiß ich nicht, ich habe sie nicht mehr gesehen dann. Der Psychotherapeut ist noch nie polizeilich in Erscheinung getreten. Der mutmaßliche Zeuge hingegen schon. Noch ehe Paul Richter seiner Kollegin die Details schildern kann, erscheint die Patientin. Ach, Lara, komm rein. Grüß dich. Wir haben es ja schon gesehen, ja. Lara, bleiben Sie mal kurz. Ich entlasse mich. Was machst du hier? Was machst du hier? Was ist denn los mit dir, Sarah? Was machst du mit mir?
gut. Ich würde doch nie irgendwas tun. Was hast du denn? Nehmen Sie mal Platz. Sarah. So, während unserer Sachverhaltsklärung oder währenddessen wir eigentlich schon fast fertig waren, kam dann halt noch eine Dame dazu, eine Patientin, die auch ganz empfindlich reagierte. Und da war mir eigentlich schon sofort klar, das muss im Zusammenhang stehen. Warum sind Sie überhaupt hier? Also Sie kennen den? Ja. Das ist wer? Also, ich bin in Therapie, das ist mein Therapeut. Ja, ja, das haben wir jetzt schon verstanden. Und aber wer ist der Typ da innen drin? Das ist mein Stalker. Also Stalker? Ich arbeite als Kellnerin. Okay. Und da war ja ein ganz normaler Gast. Und ja, irgendwann fing das dann an, dass er mich verfolgt hat. Und dann fand ich das erst noch in Ordnung, hat aber gesagt, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll. Okay. Und dann hat er mir Pralinen gebracht, ist mit mir zum Sport. Mir wissen Sie, wer das ist? Also Sie haben einen Namen auch? Oder ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlangt. Also er darf mir gar nicht näher als 100 Meter kommen. Deshalb verwundert mich das, dass er jetzt hier ist. Ah, okay. Alles klar. Also muss er Ihnen ja wieder gefolgt sein, ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also ich habe extra einen Therapeuten gesucht, der ja. Also der extra weit weg ist. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Sarah Bertram. Ja, Frau Bertram, der hat ein Näherungsverbot gegenüber genau. Ihnen. Genau. Ne? Hat mir der Lasche gesagt. Ja. Der hat 100 Meter Bannmeile wegen ja. Stalking angezeigt worden durch Sie. Ja. Und darf sich eigentlich hier gar nicht annähern. Nein. Waren Sie vorhin schon hier? Ja, ja, sie war das. Ja, ich war ein bisschen. Das war die Dame. Sie war etwas früher, wir haben uns im Kaffee getroffen. Ich habe gesagt, okay, bis später. Und da war für mich eigentlich gar nicht klar, dass wir beobachtet wurden. Und erst wieder junger Mann dann auf mich. Ja, gut, ja, wahrscheinlich hat er sie mit Ihnen gesehen. Und ja. Deswegen ist er so ausgeflippt, ne? Ja, wahrscheinlich. Dürfen wir ihn mal mitnehmen, ne? Würde ich sagen. Um die Intimsphäre seiner Patientin zu schützen, verschwieg der Therapeut, dass der Stalker ihn mit der traumatisierten Frau gesehen hatte. Die Polizisten knöpfen sich den Mann nochmals vor. Sie wissen, warum Sie an diese Dame nicht ran dürfen, ne? Nein, haben Sie mitbekommen? Sie wurden beanzeigt, da ist Ihnen auch auffällig gemacht worden, beziehungsweise kundgetan worden. Sie wissen, dass Sie eigentlich über 100 Meter nicht an diese Dame ran dürfen. Warum machen Sie das trotzdem? Aber was hat das alles zu tun? Das hat was damit zu tun, dass ein Richter entschlossen hat, dass Sie nicht näher als 100 Meter an diese Frau ran dürfen. Das ist unerheblich. Sie haben sich gegen ein richterliches Urteil zur Wehr gesetzt. Sie dürfen das nicht machen. Wenn der Richter sagt, Sie dürfen auf 100 Meter nicht ran, dann beginnen Sie eine Straftat. Und was ist hiermit? Fotos ja, gemacht von der Dame oder was? Nein, da sind keine Fotos drauf von der Dame. Definitiv gucken, ne? Nicht. So, ich verzichte darauf, Sie zu durchsuchen. Drehen Sie sich einmal um, ich lege Ihnen jetzt Handfesseln an. Dann werden Sie mit zur Dienststelle genommen. Auf der Dienststelle können Sie sich zur Sache nochmal äußern und dann werden Sie höchstwahrscheinlich wieder entlassen. Und was ist das? Das sind Fotos. Ja, und von wem? Von wem? Wo sieht man ja? Ja, eben. Von Sarah. Ja, was soll das denn? Was soll das? Ja, sie gefällt mir halt einfach. Ich ja, musst du kapieren, dass ja, sie mal, oder? Raffst du das in deiner Birne oder was ist mit dir nicht richtig? Das kann nicht sein, da müssen wir mit dem Arzt mal sprechen, dass der irgendwie vielleicht mal... Also einen Arzt brauche ich definitiv nicht. Hier, dann greifen Sie den Therapeuten an. Ja, jetzt bin ich auf einmal der Täter. Ja, ganz genau. Entschuldigung Sie bitte, die geht hier zur Therapie. Sie greifen hier den Arzt an. Ist der Vorfall gegen meinen Mann damit jetzt erledigt? Nee. Naja, wir werden... Also ja, aber nee. Ja, wir werden das jetzt alles natürlich eine Anzeige dazu schreiben. Ne? Stehen, Sie kriegen Post von uns, ja? Wir nehmen den jetzt erstmal mit zur Krieb, oder? Wir nehmen den mit zur ja, Krieb, ja, oder? Ja, was soll man machen? Okay, alles klar. Der Stalker bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Nachstellung. Er macht mittlerweile eine Therapie und hält sich an die Auflagen des Gerichts.